Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu tratschen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Welche Viecher soll ich töten? Du sollst die Razor beseitigen. Das andere Viehzeug ist harmlos. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist... Wer kann mir dabei helfen? Nimm dir ein paar von den Jungs mit. Die hängen sonst die ganze Zeit nur rum. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Töte erstmal alle Razor im Canyon. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Hey, du. Komm bloß nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich beim Entertrupp mitmache. Was meinst du, was die anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hm? Wenn ich wiederkomme, habe ich nicht eine volle Kiste mehr in meiner Hütte. Ich bleibe hier und passe auf unsere Vorräte auf. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg. Gut. Komm mit. Gut. Komm mit. Ich kann nicht weg, ja. Ich versuche gerade, mich entspannen. Befehl von Greg. Ach so, das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Da gibt's einen Haufen Viecher. Und Razor, die sind nicht ohne. Ich weiß. Kommst du jetzt? Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Viel Spaß beim Monsterschlachten. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Käpt'n. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg? Du hast es erfasst. Der Canyon wartet. Aye, aye, Käpt'n. Du sollst mir helfen. Worum geht's? Der Canyon wartet. Ich sehe, du hast schon ein paar Jungs mit. Das ist gut. Der Canyon ist mordsgefährlich. Komm mit. Auf geht's. Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg. Wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los.
Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein. Komm mit. Bin schon da. Was machst du jetzt? Ich mach erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Hey, du. Lass mich bloß in Ruhe. Hey. Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Wenn wir uns verlieren sollten, treffen wir uns hier am Wasserloch wieder. Lass uns weitergehen. Mist, viel weniger. Hier, nimm den Heiltrank. Komm her, Mistvieh! Ein Mistvieh weniger. Das war's mit dir, du Mistvieh! Ein Mistvieh weniger. Orks, ich hasse die Biester.
Mist, viel weniger. Sieht so aus, als ob wir alle Razor erwischt hätten. Wir können noch ein bisschen durch die Gegend ziehen, wenn du willst. Hauptsache, wir bleiben im Canyon. Hier, nimm den Heiltrank. Das ist weit genug. Wenn du unbedingt weitergehen willst, dann ohne uns. Warte mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden.
Das habe ich früher auch immer gesagt. Hey. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Adanos möge dich schützen. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, aye, Captain. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop, voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden, bei der alten Pyramide, war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Du sollst mir die Banditenrüstung geben. Befehl von Greg. Von Greg? Boah, ich dachte schon, ich müsste doch noch gehen. Dieser Speerjob im Banditenlager ist der reinste Selbstmord. Lieber hole ich mir den Strafdienst von Greg, als mich von diesen Banditen umbringen zu lassen. Die Rüstung. Ach ja, hier hast du sie. Sei bloß vorsichtig. Mit den Kerlen ist nicht zu spaßen.